Ah, oh Gott, ich bin so hungrig. Ich habe keine Ahnung, wo hier irgendwo Essen ist. Ich meine, so ein, keine Ahnung, Subway wäre nicht schlecht oder irgendwas in die Richtung. Aber, oh, warte mal, hier ist. Oh, nice, hier sind Bananen. Endlich. Endlich irgendwas zu futtern. Wie komme ich denn da ran? Ich glaube, kann ich hier hoch? Ja, ich kann hier hoch. Oh, nice. Ich habe so Hunger. Komm ich irgendwie an die Bananen ran? Ja, ich komme an die Bananen ran. Nice. Hey, geh weg von meinen Bananen! Wie? Die habe ich zuerst gesehen. Ich habe Nein. Hunger. Ich Nein. laufe hier seit Ey, 26 Minuten mehr. weißt du, wie lange ich hier schon rumirre? Ich habe seit Das ist sechs mir Stunden. egal, ich. Nee, ich habe seit Weißt du sechs was? Stunden. Das ist Top, ein ich habe Duelfeld. seit Das ist. sechs Nein. Stunden nichts Das ist mir gegessen. egal. Ich bin Okay. verhungert quasi. Ja, weißt du was? Weißt du was? Wir duellieren uns drumherum. Der Gewinner, der darf die Bananen behalten. Weißt du? Ja, Okay. Ich okay. fordere dich jetzt heraus. Alles Ja? klar, ich mach dich kaputt, Tops. Ich mach dich kaputt. Ja. Ja, komm, los. Zeig's mir doch, wie du's drauf hast. Hä? Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, los geht's! Okay, Tops. Schere, Stein, Papier, wer anfängt? Ey, das ist unfair! Du hast gemogelt! Habe ich nicht! Du musst auswählen, Ich ne? darf Wer jetzt, auswählen. Ja. Ich spiele als Zweiter. So, Tops. Saronja, ja? Ja. Ich Zeig mal, was du hab hast. gedacht. Okay, ich beschwöre Elementarheit Elementarheit Sparkman? Sparkman! Ja. Mensch, So. weißt du? Ja, Das finde ich warte. nicht gut. So. Finde es nicht gut, ja? Du Nee. musst Angst schultern, weil der ist nämlich Elektrizit. Sprachen lernen, Bubble. Okay. Aber ist nicht Erdbeeren schlimm. ist Ist schon nicht schlimm, meistens. Tops. Ich hab da schon Weißt du, was. und dann als nächstes greife ich dich nicht direkt an und beende meinen Zug. Ja, weil das in der ersten Runde nicht geht, ha? Ich weiß. So. Verwirrungstaktik. Nicht nur ziehe ich eine Karte, nein, dadurch, dass du eine Karte gelegt hast, erlaubt es mir, Cyberdrache einfach spezial zu beschwören. In Nö. Angriffsposition. Nö. Umsonst. Denn Ja? jetzt beschwöre ich noch Cyberdrache 2 in Angriffsposition. Dann lass uns doch mal in die Battle Phase übergehen. Nein. Oh. Mein Cyberdrache greift deinen Sparkman an. Nein! Au! Ah! 500 Schaden. Ah! Au! Hab weh getan. Und mit Okay, meinem jetzt beende ich den Cyberdrache 2 Zug. Ah, greife ich nein, deine später. Lebenspunkte direkt an. Oh nein! Nee! Au! Ah. Warte, ich mach dich Weißt du fertig. Pass was? auf, Ich Brei. beende meinen Zug. Ach, Ronja, tut mir leid, aber ich aktiviere schwarzes Loch, damit Nein! zerstöre ich alle Mannschaften in deinem Feld. So, damit beende ich jetzt erstmal meinen Zug. Okay, ich ziehe eine Karte. Ich Ja? beschwöre Elementarheld Prisma. Und ich aktiviere den Okay. Effekt von Elementarheld Prisma. Der es mir erlaubt, eine Fusionskarte, wie Oh zum Beispiel nein. die ich hier gerade vor mir sehe, Nein. einfach mal auszuwählen, ja? Und dann, Okay. weißt du, nehme ich die einfach vielleicht mal. Und Nee. leg die auf meinen Friedhof. Und das Nee. war jetzt so gut, Warte, weil. leg ich die auf meinen Friedhof? Warte kurz. Ja, die liegt. Was meinen Elementarhelden Prisma zu einem Cyberdrache macht. Das ist ein Ich Witz, oder? aktiviere Cyber-Reparaturwerkstatt. Und erst, ich wähle eine Karte, Ja? offensichtlich, die hier, beschwöre ich Cyber-Eltanin. Verbanne dafür meinen Elementarhelden bzw. den Cyberdrachen auf meinem Feld und habe damit Cyber-Eltanin beschworen. Das hat nur 1000 Angriffspunkte. Ups. Ja? Ich glaube, das hättest du besser machen können, Ich oder? hätte es besser machen können. Ich gehe wenigstens noch in die Battle Phase. Ich drücke dir wenigstens nochmal 1000 Leben ins Gesicht. Nein, nein, Ich spiele das Deck noch nicht so lange. au! Ich hab das Deck neulich erst gefunden und habe mir gedacht, hey, weißt du was? Gott, warum habe ich das gemacht, Tops? Oh, Ronja, Nein, 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 was hast du? Bitte sag mir, du hast nichts Gutes. Das hätte voll die gute Karte werden können. Ich habe das nicht richtig durchgelesen. Ich beende meinen Zug. Was? Nein! Okay, was hast du gelegt? Was hast du gelegt? Ich beschwöre Foto-Cyberdrache. Ja. Und ich aktiviere die Zauberkarte Seelenlast. Die es mir erlaubt, Karten aus meinem Friedhof wieder zu beschwören. Und Okay. dafür muss ich lediglich 1000 meiner Lebenspunkte opfern. Angriffspunkte.
Ich konnte meine Battleface nicht nutzen, weil ich den Spezial beschworen habe durch die Zauberkarte. Ich beende meinen Zug und leg nein, die Karte nein, 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 Tops, das beunruhigt mich immens. Das gefällt mir überhaupt nicht. Alles klar. Ich Pudding! Normal beschwöre Cyberdrachenmark, was es mir erlaubt, dass ich meiner Hand eine Cyber-Zauberkarte hinzufügen kann. Da wähle ich dann Cyber-Reparaturwerkstatt. Die kennst du vielleicht schon. Liegt deine Spiegelkraft? Ich überspringe meinen Zug! Nein! Bitte sag mir, dass du keine Spiegelkraft hast. Ja, wieso denn? Das wäre voll doof, wenn du das hättest, ne? Ja, es wäre einiges. Ich beschwöre Elementarheld Sparkman, weil ich O wie Held gemacht habe und ja, Angriffsmodus. Warum lege ich eigentlich immer alles in Angriffsposition, ich Idiot? So, dann beschwöre ich als nächstes Elementarheld Necroshield und den würde ich nämlich geben, um dein komisches. Warte mal, wie viel kann. Ah ja. Schön. Danke, danke dir. Tu's Ronja, nicht, Tops, tu's nicht! Nimm das! Ah! Meine Lebenspunkte! Herz der Karten, hilf mir! Ich aktiv. Ja? Warum habe ich das jetzt gemacht? Tu mir so, als wäre das nicht passiert. Mist. Das war einfach nur ein Fehler meinerseits. Aber ist nicht schlimm. Wir wechseln in die Battleface. Und so weh es mir tut, ich greife deinen Elementarhelden an. Warte, was? Ja. Direkter Angriff, deine Lebenspunkte, Tops! Au! Nein! Nochmal! Hast du keine Spiegelkraft? Mein Buff hat aber gut gezogen, oder? Du hast keine Spiegelkraft! Ich habe 2 Runden lang nicht angegriffen, weil ich gedacht habe, du hast Spiegelkraft! Tops! Was für ein Monster bist du? Das beste Pokerface. Hm? Was für ein Monster bist du? Okay. Ich normal beschwöre Cyberdrache 3. Was es mir erlaubt, alle meine anderen Cyberdrachen auf Level 5 hochzubringen. Und das bringt jetzt was? Du weißt, wie Spezialbeschwörungen funktionieren, oder? Ja. Dann lass mich dir mal kurz was zeigen. Kennst du eine Karte, die sich Cyberdrache Nova nennt? Nö, eigentlich nicht. Dazu bräuchte ich 2 Karten, die Level 5 sind, die ich daraufhin opfere, beziehungsweise als Xyz-Material verwende, für meinen Cyberdrachen Nova. Du hast Xyz? Unfair! Und weißt du was? Den lege ich in Kampfposition. Ich beende meinen Zug. Ach komm, bitte. Herz der Karten, lass mich nicht in Schlecht. Ich beschwöre Elementarheld Neos! Aufgrund des Effektes von Elemental Necroshade kann ich ein Monster der Stufe 5 oder, also, wenn ich einen Tribut anbieten müsste, kann ich halt dementsprechend darauf verzichten, wegen dem Effekt von Necroshade und kann damit Elemental Neos. Nein! Und das Schöne bei Elementalheld Neos ist, es ist erst der Anfang. Weil nein! Bei den Elementalhelden gibt es dann nämlich so die Sache, du kennst Elementalheld Neos, ne? Ja. Ihre Wunderfusion! Ich kann nämlich Elementarheld Sparkman und Elementarheld Necroshade zusammenfusionieren, obwohl sie im Friedhof sind. Muss ich leider dafür aus dem Spiel entfernen. So leid es mir tut. Aber dennoch. Nein! Ich damit. Nein! Nicht! Nicht die Fusion! Elementarheld Dark Bright. Und dessen Effekt erlaubt mir. Wenn ich seine Karte zerstöre, kann er eine meiner Karten einfach zerstören. Nein! Oh, schön! Weg mit deinem kleinen Xyz-Monster! Lass mein Xyz-Monster! Husch! Weg damit! Danke! Dann einmal damit, wo ich hatte doch so viele Effekte, die ich aktivieren wollte! Nein! Ich beende meinen Zug. Manchmal. Oh, Tops! Nein, Ronja. Ich setze eine Karte. Ich aktiviere noch Cyber-Reparaturwerkstatt. Okay, das ist schön. Bringt dir zwar relativ wenig, aber doch, ich kann mir ein Lichtmaschinenmonster aus meinem Deck meiner Hand hinzufügen. Und zwar Cyberdrachen 2. Einfach, damit es ist. Cyberdrachen 2? Ja. Und den beschwörst du jetzt so? Den habe ich jetzt meiner Hand hinzugefügt. Achso, ja, ich habe es sowieso gesehen. Und den
Und dann beschwöre ich den. Ah, und dann beschwörst du ihn. Und jetzt? Jetzt gehe ich in die Battle Phase. Oh. Und greife mit meinem Elementarhelden Prisma deinen blöden Elementarheld Darkbright an. Beende meinen Zug. Wie fühlt sich das an? Rechtschaffenes Urteil? Nein! Eine Karte zerstören. Nein! Ich hab... Nein! Eine Fallen- oder Zauberkarte kann ich zerstören, die auf dem Spielfeld ist. Oh Gott, nein! Ronja, du hast gedacht, du hast es geschafft, aber ich greif dich mit Neos an. Nein, nicht schon wieder! Nein! Ich find's schön, wie du nur mit der einen Karte da so drin hast. Du musst Uno sagen, ne? Du musst Uno sagen. Nein! Herz der Karten, was ist denn das? Oh. Ronja? Ja? Du siehst, dass ich ein paar Karten verbanne gerade. Siehst du das? Weißt du, was dann passiert? Was denn? Guck selber. Nicht schlecht, oh. 4000, 4000. Ich hab deinen übrigens mitverbannt. Ich hoffe, das stört dich nicht. Okay, ich wechsle jetzt in die Battle Phase und greife deine Lebenspunkte direkt an. Nein! Oh, 4000! Okay. Und dann beende ich meinen Zug. Komm schon, Herz der Karten. Salve, Tanin. Dankeschön. Oh, okay. Ah, Kacke. Okay, eine Karte im verdeckten Verteidigungsmodus. Ich meine... Holz. Mal gucken, was ich gezogen habe. Weißt du was? Ich gehe auf die sichere Seite. Ich aktiviere noch einen Karteneffekt. Und zwar Begrenzerentferner, was meine ATK auf 8000 hochmacht. Hast du gut gemacht, aber das, du weißt schon, Begrenzerentferner zerstört das Monster im Endeffekt, oder? Ich hab gedacht, du kriegst noch Damage! Nein! Der blöde Verteidigungsmodus! Nein, ich zieh nur doofe Karten! Die bringen mir gar nichts! Beende meinen Zug! Ich bin mit dir. Ich will das Duell gewinnen. Was willst du denn mit dem? Ich greife dich mit ihm direkt an! Was? Ja? Das ist doch lachhaft! Friss 900 Angriffspunkte für die Horde! Dobbs, nein! Ja. Ich beende meinen Zug. Mir gefällt das blöde Grinsen nicht. Herz der Karten! Welches blöde Grinsen? Oh! Ich setz eine Karte. Ich beende meinen Zug. Ich beschwöre Elementarheit Whiter! Okay. Und dieser freche Buble, der ist immun gegen Fallenkarten. Ich aktiviere den Effekt meiner Fallenkarte. Ich will deinen Typen nicht angreifen. Meine Fallenkarte erlaubt es mir lediglich, eine Karte aus meinem Friedhof spezial zu beschwören. Und ich wähle Elementarheld Prisma. Dann beende ich den Zug erstmal. Okay. Ich beschwöre noch den zweiten Elementarheld Prisma. Ich gehe einfach in die Battle Phase. Und ich greife dein hässliches Monster an. Okay, ciao. Ja, schön. Ist nicht schlimm. Ich greife. Das war der Effekt von Grand Mall an, aber das. Trotzdem habe ich eine Karte liegen und wie du dir vielleicht denkst, Ronja, warum hast du auf einmal wieder drei Karten auf der Hand? Ja? Hm? Vielleicht habe ich eine Karte wieder auf die Hand zurückbekommen. Ich würde vorsichtig sein mit deinen 2600 Lebenspunkten. Ich beschwöre Elementar. Nee, nein, nicht schon wieder! Ja, doch, eigentlich schon. Weil nee, das Ding ist halt, der ist voll doof. Der ist voll doof. Achso, cool, deswegen habe ich die Karte auf mir in der Hand zurückgekriegt. Deswegen ist der Effekt von meiner Fallenkarte auch nicht eingetreten. Oh Gott! Ich beschwöre Cyberdrachenmark. Was es mir erlaubt, mir eine Cyberfallen-Zauberkarte auf die Hand zu holen. Geh ich in die Battle Phase. Dann greifst du es wieder und an. Und ich greife deinen hässlichen Mole an. Und ich aktiviere den Effekt. Du kriegst dein Ding wieder zurück auf die Hand. Mhm. Du kriegst noch 400 ins Gesicht.
Au! Mann, das ist Unveronia! Lass es sein! Mag gar nicht mehr leiden! Und dann? Dann mache ich. Aktiviere ich eiliger Notruf! Okay. Und hole mir damit Elementar Whiteheart auf meiner Hand. Okay. Das Schöne ist nämlich, ich aktiviere Fusion! Nein! Oh, langweilige Name, Polymerisation oder. Keine Ahnung. Dann werde ich Elementar Blade Edge und Whiteheart fusionieren. Und dementsprechend kriege ich Elementar Wild Edge raus. Und sein Effekt ist ja. Bitte? Wenn ich mich nicht täusche, war da. Wenn diese Karte. Diese Karte kann jedes Monster angreifen, das dein Gegner. Ein Angriff gegen jedes Monster pro Battleface? Und zwar aktiviere ich. Fünftige Hoffnung. Das heißt, ich kann einfach fünf Elementarhelden aus meinem Friedhof nehmen und kann sie zurück in mein Deck mischen. Ich werde nochmal. Nein, jetzt hör doch mal auf mit diesem. Weil das. Blöden Viech! Hey, hör du doch auf. Das Schöne ist, ich kann halt jedes Monster einmal angreifen. Das ist praktisch. Okay. Weißt du was? Danke, Tops. Danke. Gern geschehen, denn ich habe noch ein, zwei weitere Asse im Ärmel und das ist halt das Du Lustige hast mir gerade einen guten Gefallen getan. Ich ziehe nicht nur eine Karte, nein. Ich aktiviere den Effekt von Cyber Drachenmark, den ich jetzt von meinem Friedhof verbanne. Das kann ich machen, weil du Monster kontrollierst und ich nicht. Und das erlaubt es mir, einen Cyberdrachen zu beschwören, ja? Als Spezialbeschwörung. Mhm. Das mache ich auch. So, da liegt er. Ich aktiviere. Ich beschwöre Elementarheld Prisma. Oh nein! Dein blöder Elementarheld Wild Edge, der stört mich immens. Der stört mich so immens, das gibt's gar nicht. Ich greife deinen hässlichen Bär an. Das ist ein Maulwurf. Ich greife deinen hässlichen Maulwurf an. Ja, und dann kommst du wieder zurück auf die Hand bei uns beiden und. Ja. Gewonnen hast du nichts draus, ne? Gewonnen habe ich nichts draus, außer dass dein Elementarheld nicht beide meine Monster angreifen kann und ich so mehr Damage kriege. Okay, ich beschwöre Neo-Weltraum Grand Maul. Oh. Dann gehe ich in Angriffsmodus. Ich habe so schlecht gespielt, Tops. Ich habe so und viel Potenzial in dem Deck. Und ich habe so schlecht gespielt. Und ja, jetzt greifst du mich auch noch an. Greife ich dich direkt an. Nein! Nein! Hast du deinen Zug beendet? Ja. Ich habe meinen Zug beendet, ja. Oh nein. Ich habe so schlecht gespielt. Du hast dich aber auch von mir pokerfacen lassen. Also. Ich habe auch einfach schlecht gespielt. Ich hätte so viel besser spielen können. Weißt du was, Tops? Ich bring mich selber um. Oh nein, lass mich dich. Nein! Nein! Ich hab verloren. Ich hab gewonnen! Ich hab so schrecklich gespielt. Mir fällt gerade auf, was ich alles gemacht habe, was einfach nur haaresträubend war. Tops, wollen wir die Bananen nicht teilen? Wollen wir nicht sagen, komm, fair ist fair. Bananen. Tops, nein! Tops! Oh, das war. Ich hab nicht richtig gespielt, Tops. Ich hab nicht richtig gespielt, das ist unfair. Weißt du, Ronja, das ist unfair. Ich hab ein neues Deck gefunden, ja, und hab mir gedacht, Mensch, probierst du es mal aus. Ich hab das hier irgendwo rumliegen gefunden. Und ja, dann hab ich gedacht, das ist bestimmt ein gutes. Hier hast du ein bisschen Gras, kannst du essen. Nein, bist ja Veganerin. Tops! Gib mir wenigstens eine ab! Ich weiß nicht genau. Vielleicht habe ich beim nächsten Mal eine über, da kannst du dich nochmal mit mir duellieren. Okay. Naja, gut. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Die nächste Yu-Gi-Oh! Folge kommt bei Tops, also schaut unbedingt bei ihm auf dem Kanal vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!